Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Stellaris in den unendlich weiter Galaxie. Mit mir dabei der Anholic. Moin moin. Moin moin, Anu. Ja, wir mussten uns beim letzten Mal zurückziehen aus dem Krieg, weil die Rontos doch ziemlich stark sind. Also zumindest gegen die Waffen kommen wir irgendwie nicht so gescheit an. Was die haben. Voll gemein und so. So. Mal taktisch an die ganze Sache rangehen hier. Oh mei. Tack was? Tick, Trick Tack, und was? Tack. Also wird das schon wieder. So gefallenes Reich. Ich hoffe, du hast kein Problem damit, dass ich gerade bei dir so Planeten erforsche und mich repariere und aufrüste und so. Wir sind doch gleich wieder weg. Wir wollen doch nur forschen. Ja, wow. Wir tun auch noch nichts. So, Spannung. Wenn du zugucken willst, im 4-Nita-System. Na, das kenne ich auch schon. Das ist auch immer wieder. Es ist immer wieder, immer wieder eine Schlacht wert. Und ich vergesse immer, wie man das schreibt. F-I-A-N-I-T-A. Okay, mit Abstand. Ja. Mit drei Flotten nimmt's da noch auf. Ist der denn verrückt? Ist er Wahnsinn? Warum schickt er die Flotte in die Hölle? Aber ernsthaft, du hattest doch beim letzten Mal noch Angst, gegen zwei Flotten anzukommen und jetzt gleich gegen drei? Ja Gott, man muss es ja probieren. Okay. Da hat er sich sein Krafthosal anzogen und startet den Angriff. Mensch, hat Rontos zum Rivalen erklärt. Go for it, go for it. Tötet euch. Zieht euch alle die Lederhosen aus. Wie geht das? Ja, es sieht doch nicht so schön aus, finde ich gerade, aber mal abwarten. Warten und Käffchen trinken. Es ist halt eine gewaltige Feuerkraft, die da entgegenkommt, ne? Mhm. Und du haltest den leider nicht auf Distanz. Geht wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Man kann ja die Flotten leider null bewegen, weil die steht da wie so ein. Ja. Wie so eine Salzsäule in der Mitte, ja. Aber die anderen, die Feindflotten, die umkreisen dich, ja, aber. Das ist echt ein bisschen schade. Da hatte ich gehofft, dass sie das patchen, aber ich glaube scheinbar nicht. Nö. Wollen wahrscheinlich eine Light-Version mal rausbringen von den ganzen Crusader King und Europa Universalis, wo man da mega viel taktische Einstellungen machen kann mit den Flotten, wo man die positioniert und wie man die reinschickt. Ja, und da ist es echt nur reinschicken, fighten, fertig oder nicht. Entweder der eine oder der andere. Einer wird auf jeden Fall verlieren. Ja, ein bisschen schade. Bin mir nicht sicher, ob du das gewinnst, Arno. Ja. Es neutralisiert sich gerade ziemlich, aber eher zu deinem Negativen, glaube ich. Also, ich habe für mich festgelegt, sobald ich unter 25 falle, also an Schiffen, ziehe ich mich zurück. Hm. Wobei von ehemals 165.000 sind jetzt auch nur noch nicht mehr so viel übrig. Auch nur noch nicht mehr so viel. Ja. Aber du hast schon die Hälfte verloren und er noch nicht, glaube ich. Oder? Warte mal, wieder drauf schauen. Ja, das neutralisiert sich wirklich ziemlich.
ein Geben und ein Nehmen. Ja. Ein ewiges. Incoming Transmission. Ja. Ach komm, was soll's? Bleib da drinne. Du bleibst da jetzt drinnen. Aber nein, Chef, wir wollen nicht sterben. Ich will. Was ist denn hier los? Okay. Das hängt gerade wieder, ne? Ja. Ach komm schon. Und sonst so. Jo, ne? Die Kreuzerklasse. Dass wir da noch ein paar Kreuzer produzieren. Oh, das habe ich schon nichts aufgegeben. Ich bin nur noch auf Schlachtschiffe. Habe ich auch meistens. Konstruktionsschiff, was könntest du noch so machen? Hallo, ach, Spiel. Einfluss bin ich voll. Was kann man denn mit dem Einfluss machen nochmal? Ja, ich sehe jetzt aber nicht so unendlich, oder? Nee. Hm? Nee, ich habe nur gerade was geguckt. Also von ehemals 55. Ah. Auf einmal geht's weiter, ja. Okay, die Fraktionen sind eigentlich gut dabei. Da brauche ich eigentlich kaum was machen. Was wolltest du vorher sagen? Von ehemals 55? Von ehemals 165. Sind jetzt noch 30, 54 übrig. Okay. Und bei dir? Von ehemals 70, 26. Ja. Ja, spannend. Bleibt spannend. Kann man nicht anders sagen. System Survey complete. Ethikabweichung war das, also Umerziehungskampagne, oder? War doch die Geschichte, wo viel weniger Fraktionen dann irgendwie entstehen, oder? Ja. Okay. Müsste ich nur noch wissen, wo die genau jetzt daheim sind, die Fraktionen. Sehe ich das irgendwo? Ah ja, da. Ja, irgendwo kann man es einsehen, aber das ist auch ultra schwer. Mhm. Oh! Auf Ulla Shelter. Na dann. Gewonnen. Nice. Super gemacht, Arno. Ich hatte nie Zweifel. Nein! Nice. Ich hab immer an dich geglaubt. Aber sowas von. Construction complete. Cool.
Jetzt halt, so. Na, jetzt halt hoffen, dass die nicht gleich wiederum was nachbauen. So wie die es gerne machen. Ja, mir ja, kommt das nicht. Teilweise wirklich so vor, als würden die dann eine Flotte verlieren und gleich wieder die nächste aufbauen. Sie haben 100.000 vernichtet. Schickt 1 Million nach! Naja, ist doch so, oder? Eigentlich ging's. Bisher habe ich sie eigentlich nur vertrieben. Ja, aber du hast doch jedes Mal, an der, wie oft du schon im 4 niedergekämpft hast, dass die dann immer wieder Flotten haben, die sie dorthin schicken können? Also das war das erste Mal, dass ich mich überhaupt da reingetraut hat, seitdem die Endzeitbedrohung da drin ist. Vianita war ja immer ungefähr 6-7 Mal ein Kriegsziel gegen die Karabnar. Okay, von daher. Okay. Mhm. Ich kenne das auf jeden Fall. Vianita ist, glaube ich, das bekannteste System bei dir. Eins der beliebtesten Systeme. Ja, so eine beliebte Anreisestation. Vor allem für Aliens. Alien-Gesocks. Haben Sie schon gesehen, diese tolle Bergbaustation in Vianita? Ein Besuch wert. Man merkt, ich bin urlaubsreif. Ach, Ivo. So. Da gibt's eine Angriffsarmee. In Urum. Was? Ist doch bald soweit bei dir. Kannst dich ja schon mal drauf freuen. Jo. Also wenn ihr das jetzt hört, ist mein Urlaub leider schon vorbei. Träume in der Erinnerung. Vergiss es, Zuckerkahn. Das wird in die Geschichte eingehen als der längste Krieg. Oder so. Mit Sicherheit. Aber sie haben sich das nicht zurückgeholt. Auch interessant. Okay. Boah, was setzen ihr Süßes? Ihr seid unabhängig? Aha. Hat euch der. Ja, hat euch der Rontus noch gar nicht irgendwie einverleibt? Aha. Was habt ihr denn? Kann man euch brauchen? Kann man euch rauchen? Brauchen. Achso, rauchen, okay. Und euch rauchen. Okay. Interessant. Wir sind leider zu weit weg, als dass ich die wirklich rauchen könnte. Die sind sicher nicht lang unabhängig. Kann ich mir nicht vorstellen. System Survey complete. Aber irgendwann müssen wir echt gegen das gefallene Reich vorgehen. Mhm. Sonst kriegen wir unseren Sieg nicht. Ja, frag mich mal, ich komme ja nicht mal aus dem aktuellen Krieg raus, wenn ich die nicht angreife. Traurig, dass ja auch ist. Ja, außer die sagen dann irgendwann, sie müssen sich anderswertig umschauen. Ich weiß nicht, ob die das auch machen. Die anderen Gegner zumindest gibt es so eine Wahrscheinlichkeit, dass die sagen, oh, wir ziehen uns zurück. Ihr habt gewonnen. Das ist jetzt euer Ding. Macht euren Scheiß allein. Hatte ich ein paar Mal jetzt schon. Defekte Implantate. Wie ist das denn? Forschungsschiff braucht man da. Mm-hmm.
Ich finde es echt schade, dass es irgendwie keine generelle Übersicht darüber gibt, wo zum Beispiel diese Spezies sind, die noch nicht der Raumfahrt angehören. Du weißt, was ich meine. Ja, muss man sich halt echt durchschauen durch die Kontakte. Ja. Nur die Primitiven und dann wirklich alle durchgehen. Schade, dass da keine Filterfunktion gibt. Construction complete. Status, okay. Doppelpunkt und da sieht man, welche im Raumfahrt. Ich mache es gerade auf einen sehr ungewöhnlichen Wege. Ich klick mit dem Bauschiff jedes System rechtsklick an, ob er irgendwo ein Teil bauen kann. Das zieht sich auch gar nicht in die Länge. Nö, da hätte ich eher den anderen Weg genommen. Also wie machst du das? Ach, jetzt warte mal, ich muss schon wieder was durchtauschen. Ich klicke auf Kontakte. Moment. F2? Ja, jetzt muss ich erstmal was anderes machen. So, F2, ja. Und dann klickst du oben Reich weg, andere weg und gefallenes Reich weg. Die Haken. Dann bleiben nur die Primitiven zurück. Ja, und dann kannst du dich da durchklicken. Jo. Okay, man müsste ja nur darauf achten, ob da, das ist bei dir, genau, ob mein Symbol unten ist, und dann muss ich gucken, ob da dann eben halt, hier so. Ja, oder ob es bei dir in der Nähe ist zum Beispiel, dass du sagst, es lohnt sich da irgendwie ein Dingens hinzustellen, einen Außenposten oder sowas. Ja. Erst doch, die einen waren bei dir relativ in der Nähe, in dem Otzkotz. Taram, ja, oder was da das war? Mal was. Taram. Und das habe ich auch, hab ich mir auch noch gemerkt. Special Project complete. Da hast du viele, ey. Was machst du eigentlich mit denen? Wolltest du die aus oder willst du die aufwerten? Oder? Das, was 6 kostet. Kostet oder bringt? Aggressive Beobachtung. Also okay, bringt. Ich auch. Ja. Ich kann sie ja nicht aufklären. Das Weil kann ich nicht wegen meiner Ethik. Okay. Ich kann sie nur infiltrieren. Und ich infiltriere aber irgendwie nur die, was eine ähnliche Dingens haben wie ich. Also was auch auf Eisplaneten siedeln und so weiter. Weil ich denen ja keine Rechte gebe. Und wenn ich dann jetzt und nur ich siedeln darf als Primärspezies, und wenn das jetzt irgendwie ein Wüstenplanet ist, und ich habe ja dann die Angewohnheit, mich überall... Du darfst noch Planeten besiedeln? Ja, nur mit der geheimen Infiltration. Weil dann gehört es ja mir. Und da ist halt dann die Sache, wenn ich mich jetzt auf dem Wüstenplanet hinsetze, bin ich halt mega unzufrieden mit meiner Spezies. Die halt sagen, was machen wir da? Ist ja voll doof hier. Alter, ey. Jetzt ziehe ich aber nicht hin ohne Klimaanlage. Ja, weiß, ne? Ohne Heizung. Von dem her muss ich da mal ein bisschen aufpassen. Und du hast recht, ich könnte mal wieder durchschauen. Wenn der Planet voll ist, ist es ja anders, weil dann kann ich mich eh nicht mehr hinsiedeln. Dann ist das eigentlich besser. Construction complete. Wie viele haben wir verloren? Wow. Die sind alle überhaupt nicht voll. Es sind überall so wenig Aliens drauf. Aber eben, das ist noch die praktischste Variante, um sein Reich aufzubauen, auszubauen. In der Welt können wir sonst echt nichts anderes machen. No. Solange wir da Vasall sind. Im Grunde habe ich überall eine Bewohnbarkeit von 50%. Das ist für dich wahrscheinlich schon. Du würdest schon sagen, okay, passt, mache ich, oder? Bei 50%. Oder ist dir das auch zu wenig? Du musst jetzt eine Sache bedenken.
die Kolonien, die meine Spezies, wie hießen die Kirillianer hier, die haben alle 100%, weil ich sie vorher alle terraformt hatte noch. Ah, ja. Nur bei mir ist es so gespalten, 50% der Planeten und der bei mir lebenden Spezies sind nicht mehr meine eigenen, glaube ich. So krass. Also Kirillianer, genau. Kirillianer macht genau 56% Eigenmasse dieses Territoriums aus. Der Rest ist was anderes. Aber sie kommen miteinander aus mittlerweile. Also die Fraktionen lösen sich dann doch jetzt langsam peu à peu auf. Gut, obwohl, das habe ich sogar auch mit 53% Bewohnerfraktion. So gesehen bist du noch besser als ich. Ist aufgestellt. Aber gut, ich gebe dir halt keine Chancen irgendwie emporzusteigen oder sowas. Ich drück die alle schön runter. Na. Gut, ich habe jetzt wieder eine 41k Armee. Reicht mir das? Nee. Nein. Oh, was habe ich denn hier für einen Bug? Oh, nicht im Krieg. Ist ganz schlecht. Ist super. Ah, ja. Oh, ja, noch. Oh je. So, na, welchen pick ich mal noch raus von euch? Machen wir den da. Mach ich's mit dir. System Survey complete. Das ist doch komisch. Hui. Was gab's denn bei dir zu essen? So, was kenne ich denn jetzt noch nicht? Was ist denn? So komisch, ey. Ich bin mal wieder in meinem eigenen System auf unbekannte Planeten gestoßen und Sektoren, die ich noch nicht kenne. Das kommt davon, wenn man sich so schnell erweitert, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Eigentlich hat Rontos eigentlich irgendwelche blöden Stationen, Außenposten. Incoming Transmission. Du meinst wegen Territorialerweiterung? Sieht nicht so richtig danach aus. Wir haben sehr viele Planeten, muss man dem mal sagen. Ja. Man muss es denen mal sagen. Hey, wisst ihr eigentlich, dass ihr verflucht diese Planeten habt? Ja, okay. Wir wollten euch nur mal sagen. Okay. Oh, Frieden. Ich bin im Krieg. Yes. So, was seid ihr noch im Untertan bei mir? Ja.
so unterwerfig, naja. Hostile fleet engaged. Dieser Freudenschrei von zu Folgenende. Bis rote Sache, Alter, was? Okay. Sehr gut. Das war doch mal eine schöne Verabschiedung. Yes! Jo, Freunde, ich würde sagen, wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Schaltet jetzt auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Stellaris. Und sicher den nächsten Krieg. Beziehungsweise yes. Meiner geht immer noch weiter da. Meiner geht noch weiter. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.